Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen mal wieder bei Avanti on Tour. Ich bin der Dirk und in der heutigen Folge von Wir auf YouTube werde ich euch ein Geheimnis lüften. Also, nach einem Intro geht's los. Viel Spaß! Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist heute tatsächlich schon die 10. Folge von Wir auf YouTube. Hätte ich damals auch nicht gedacht, dass wir mal so viel hinter den Kulissen zu zeigen haben. Aber für das Jahr 2022 hat sich wieder einiges an neuem Equipment angesammelt. Und da räumen wir als erstes mal hier ein bisschen auf. Eine Frage bekomme ich immer wieder gestellt. Und die lautet, sag mal Dirk, warum machst du das eigentlich mit YouTube? Und das ist eigentlich ein Geheimnis. Darf man gar nicht so laut sagen, schon gar nicht so laut, dass es Sonja irgendwie hört. Das Ganze hat natürlich nichts mit YouTube zu tun. Das ist eigentlich nur eine gute Ausrede, um diese ganzen Spielereien, die es so gibt, dann auch anschaffen zu können. Und für euch natürlich schön, kommen einige Videos bei rum. Und für mich natürlich nicht ganz so einfach, immer in der Qualität auch ein bisschen noch draufzulegen. 2022, wir haben jetzt Mitte März, wo ich dieses Video aufnehme. Und wir haben in diesem Jahr schon einiges angeschafft. Viel zunächst mal hinter den Kulissen, was ihr gar nicht seht. Das fängt beispielsweise an hier mit dem Mini-Dome 2 von Aperture, mal eine vernünftige Beleuchtung hier ins Studio reinzubekommen. Das ist jetzt hier eine Softbox, die ich auch übers Handy steuern kann, wo ich übers Handy auch die Lichtintensität steuern kann. Das haben wir mal angeschafft. Wir haben ebenfalls von Aperture noch so eine Kugel angeschafft. Ich zeige euch hier mal ein Foto. Die ist eigentlich immer dann gut zu gebrauchen, wenn ich weiträumig Licht irgendwo brauche. Wir hatten sie schon mal bei Niesmann Karawaning im Einsatz, als wir das Interview gemacht haben. Jo, ansonsten auch so ein paar Dinge, die man braucht. Ist mal ein vernünftiges Stativ. Ich packe es jetzt nicht aus. Ich zeige euch hier mal ein Foto, wo es im Einsatz ist. Das kommt jetzt von Viltrox und das ist wirklich mal was Massives, was auch im Wind draußen mal ein bisschen hält. Und auch das haben wir in diesem Jahr mal angeschafft. Einfach Dinge, die man braucht. Ja, kommen wir mal zum Thema Fotoequipment. Auch da hat es noch ein paar Änderungen gegeben. Wir hatten in der letzten Zeit einige Roomtouren gemacht und hatten bei diesen Roomtouren die DJI Action 2 im Einsatz. Und diese Roomtouren sind von einigen von euch zu Recht kritisiert worden, was eben diesen Fisheye-Look betrifft. Was heißt Fisheye-Look? Ich kann hier bei der Action 2, das ging auch früher schon bei der GoPro, den Aufnahmewinkel so weit aufrichten, dass ich da, ich sage jetzt mal 10, 12 mm Aufnahme habe. Und das führt natürlich dazu, dass es an den Rändern ziemlich schief wird. Ich habe mir was dabei gedacht. Ich habe versucht, gerade bei engen Wohnmobilen, euch so viel wie möglich vom Inhalt zu zeigen. Ist leider ein bisschen in die Hose gegangen. Wir haben jetzt eine andere Lösung. Aber das war einfach von mir mal der Spieltrieb, die neue Action 2 einzusetzen. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin mit der Kamera nicht zufrieden. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich sie bezahlen musste, sondern das hat einfach den Hintergrund, dass diese Kamera weder Fisch noch Fleisch ist. Es ist eigentlich keine Action-Cam, das muss man ganz klar sagen. Dafür ist sie einfach zu anfällig für Beschädigungen. Ich habe sie jetzt hier schon in ein Gehäuse gesetzt von Small Rig, aber selbst dann
ist sie immer noch sehr, ja, es ist eigentlich wie ein iPhone von der Verarbeitung her, sehr hochwertig. Die packst du außen nicht ans Auto und lässt sie dreckig werden. Das ist das eine. Das andere Thema bei der Action 2 heiß diskutiert auch in den YouTube-Foren, Kanälen, die Überhitzung. Also dieses Ding in 4K 30 FPS, was eigentlich unser Standard ist, wo wir mit Filmen bestenfalls 2-3 Minuten, dann ist dieses Ding so heiß, dass man sie ausschalten muss und das Ding muss dann abkühlen. Also auch das gefällt mir nicht. Das Bedienkonzept mit diesen zwei Teilen, also hier das Kameramodul, hier das Front-Screen-Modul mit der SD-Karte und dem USB-Port, ich weiß es nicht. Also man braucht es nicht wirklich, da ist mir eine GoPro Hero 10 deutlich lieber als dieses Ding. Was es allerdings richtig geil kann, ist, wenn ich mit diesem Front-Screen-Modul arbeite, habe ich 4 Mikros. Und das war der Grund, warum ich sie auch in den Roomtouren eingesetzt habe. Ich kann wirklich so reden, ich kann sie drehen, kann von hinten wieder reinsprechen und es ändert sich im Ton nichts. Jo, mal gucken, wo uns der Weg noch hinführt mit der Action 2. Die beiden DJI Osmo Action, die wir bisher im Einsatz hatten, in Griechenland noch dabei hatten, die haben wir jetzt verkauft. Wir müssen nochmal generell so ein bisschen das Arsenal an Kameras reduzieren. Ja, kommen wir zu meiner Lieblingskamera, der Sony A7S Mark III. Ich habe sie in einem der letzten Videos mal vorgestellt, mit dem gesamten Gehäuse, mit dem gesamten Rig, mit dem Kontrollmonitor, allem, was es so gibt. Natürlich, ja, das wurde von euch auch teilweise ein bisschen kritisch bewertet, ob das notwendig ist. Natürlich ist das nicht notwendig. Man braucht das nicht. Ich kann das Ganze auch, wenn ich will, mit einem iPhone machen. Ja, aber wenn ich wirklich so Kundenaufträge habe, macht es einfach Sinn, da auch mit dem guten Equipment hinzukommen. Für alle Urlaubsreisen habe ich jetzt dieses gesamte System rund um die Sony nochmal deutlich verschlankt. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Als erstes haben wir ein neues Mikro hier oben drauf gesetzt. Das ist das Sony ECM-B1M oder ECM-B1M. Sony, wer denkt sich diese Typbezeichnungen aus? Mal ganz ehrlich, das ist ein geiles Mikro, aber dem kann man doch einen etwas erotischeren Namen geben als diese R2D2C3PO Bezeichnung. Super Teil und wie ihr seht, es hat kein Kabel mehr. Es sitzt einfach oben auf dem Blitzschuh und wackelt da vor sich hin, ist also etwas schwingend auch gelagert und ich habe jede Menge Einstellmöglichkeiten. Ja, ich kann den Aufnahmewinkel auch einstellen, also entweder strack nach vorne, breit nach vorne oder sogar 360 Grad. Das heißt, ich kann so reinsprechen, kann im Sprechen die Kamera drehen und quatsch von hinten weiter. Also eine tolle Sache, ist leider fast überall ausverkauft. Ich habe es noch direkt bei Sony bekommen. Über Preise reden wir besser nicht. Ansonsten, ja, aus den Erfahrungen mit den etwas verkackten Roomtouren mit der Action 2 und diesem Fisheye-Look, bin ich jetzt beim Objektiv nochmal, ja, habe nochmal Geld in die Hand genommen und bin von dem bisherigen 16-35mm auf ein 14mm Festbrennweite gegangen. Das macht auch keinen Fisheye-Look, aber ihr seht es hier in der Einblendung, zwischen 16mm und 14mm ist doch nochmal ein Unterschied. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit dem Samyang 14mm f2.8 auch in den Roomtouren bisschen weiteren Winkel noch hinbekomme. Macht einfach Sinn, da auch ein bisschen mehr zu zeigen. Ja, und jetzt brauche ich Platz, weil jetzt kommt die letzte Neuanschaffung für 2022 und bin leider noch nicht dazu gekommen, sie mal richtig
ranzunehmen. Ja, wer ist daran schuld? Ein kleines bisschen schuld ist der liebe Uwe von Iris und Uwes Womo-Welt. Für mich der ungekrönte Gott oder Papst des Drohnenflugs. Also was Uwe da teilweise an Videos raushaut oder an Szenen raushaut, einfach der Hammer. Und er hatte sie schon länger im Einsatz und ich musste sie natürlich jetzt auch noch irgendwann haben. Die DJI FPV. Und die sieht so aus. Jetzt auch schon gut ein Jahr auf dem Markt. Was heißt FPV? FPV steht für First Person View. Das heißt, man kontrolliert diese Drohne eigentlich so ein bisschen wie ein Pilot aus dem Führerhaus raus. Jetzt habe ich schon wieder Führerhaus gesagt. Also aus der Kanzel vorne raus, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und man steuert die Drohne über Goggles, also über eine Brille. Da werden also zukünftig einige Aufnahmen kommen. Ich habe hier mal so ein paar Szenen für euch schon mal als kleinen Appetithappen. Das ist natürlich eine ganz andere Flugtechnik als bei den normalen DJI-Drohnen, die wir natürlich weiterhin hier noch benutzen, also die Mini 2 und die R2. Aber eine FPV-Drohne, einmal vom Speed her, natürlich eine ganz andere Kiste. Dieses Ding fliegt im einfachsten Modus schon 50 km/h, im Sportmodus 90 km/h. Und wenn ich, was ich im Moment noch nicht kann, vom Können her, in den manuellen Modus gehe, kann die bis 140 km/h. Das werden wir mal jetzt im Frühling mit den ersten Touren unseres Hümers, wenn er dann mal irgendwann kommt, mal testen. Ich kann die DJI FPV-Drohne mit einem ganz normalen Controller steuern, so wie man das von den normalen DJI-Drohnen auch kennt. Kann man machen. Aber ich kann diese Drohne auch steuern mit einem sogenannten Motion Controller. Das ist das Ding hier. Und auch das zeige ich euch mal hier kurz in der Einblendung. Ich kann hier wirklich den Drohnenflug nur mit einer Bewegung des Motion Controllers steuern. Und kann hier unten über den Pistolengriff hier kann ich Gas geben und kann die Drohne zu jeder Zeit auch in der Luft stoppen, indem ich einfach dann diesen Knopf hier drücke. Also auch ein neues Spielzeug, was ich in diesem Jahr noch für Avanti und Tour angeschafft habe. Und auch das muss man an der Stelle sagen, das ist alles von uns selbst finanziert. Wir werden was, ja, ich sage jetzt mal, was Spenden betrifft, hält sich in Grenzen, sagen wir mal so, das ist ausbaufähig. Also wer uns da was Gutes tun möchte, ihr findet den PayPal-Spendenlink wie immer, wie bei jedem Video unten in der Infobox. Aber das, was da, ja, ich sag mal, an Wertschätzung zurückkommt, kann ich im Jahr auf 4 oder 5 Personen eingrenzen. Also, wie gesagt, da freuen wir uns natürlich, wenn er uns ein bisschen unterstützt, weil jeder Euro, der von euch dann auch reinkommt, das seht ihr, der geht 1:1 wieder in den Kanal zurück. Und wir versuchen natürlich, die Qualität immer noch weiter auszubauen und auch mal neue, frische Perspektiven zu zeigen. Ich finde, die normalen Drohnenflüge, das hat man mittlerweile, ja, das kennt man, das ist bekannt. Und ich glaube, mit einer FPV-Drohne kann man da noch mal so ein paar neue Szenen auch zeigen. Ja, das soll es für dieses Video gewesen sein. Ich habe noch eine Bitte und da brauche ich euer Feedback. Ich will ja nicht irgendwelche Videos machen, die nachher kein Mensch guckt. Auch die gibt es bei Avanti und Tour. Ich habe noch eine Videoserie vor, hier im Bereich Wir auf YouTube, wo es mal um das Thema geht, was verdient eigentlich so ein YouTuber? Schreibt mir da mal unten in die Kommentare, ob das für euch interessant ist. Ob das in ein Video reingeht, glaube ich nicht. Da tendiere da eher zu einem Dreiteiler.
dass man mal sagt, was hat man eigentlich für eine Planung in diesem ganzen YouTube-Ablauf. Dann halt auch mal guckt, was kommt wirklich rein über YouTube. Und dann vielleicht auch mal in einem anderen Video sich auch mal die Frage stellt, wie halten wir das eigentlich mit Werbepartnern? Also schreibt mir da mal unten in die Kommentare, ob das für euch interessant ist. Ich packe hier wieder zusammen und sage vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.